Hi, willkommen zurück zu Persona 5 Taktiker, fast zumindest. Persona 3 Reload und ja, ich hab Bock, ich hab richtig Bock. Wir haben beim letzten Mal aufgehört, als es richtig spannend wurde so und ja, mal gucken, ne? Ich hab Bock. Ne? Oder was mit euch so? Get on your knees, beg for forgiveness, and introduce her to me. Please? Please? The way she just started off is odd. I'm not sure what you said to her, but you better clear up the misunderstanding. Na, die hat uns irgendwie erkannt oder so, ne? Wie gesagt, das ist aber noch so eine Frage. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit so ein bisschen herausgefunden, wie so die verschiedenen Leute irgendwie mit dem Sachverhalt zusammenhängen. Also sei es jetzt Kirio, Kiri, Ki, Ki, Jiro, Kiro. Bäh. Der Kiri. Und auch Yukari und Yukari, ne, haben wir auch schon so ein bisschen erfahren. Und naja, unsere Eltern sind auch irgendwie vor 10 Jahren gestorben, ne? Und ich frage, wie das irgendwie zusammenhängen kann. Und dann dieser komische Cyborg, den wir jetzt beim letzten Mal getroffen haben, was irgendwie diese Waffe ist, die irgendwie hier frei rumläuft, keine Ahnung. Die uns irgendwie erkannt hat und die auch ein bisschen aussieht wie wir. Also, ja. Gucken wir es einfach mal an. Das ist bestimmt der weibliche Hauptcharakter aus dem originalen Persona 3. Gehen wir mal gucken. Yukari und Kirio waren ja auch schon mal irgendwie hier so ein bisschen unterwegs. Na, stimmt der Naruto ran. Run. Run, Girl, run. This race is your purpose here. Ich sollte das Missverständnis klären. Findet das Mädchen, alles gut. Folgen die mir? Nö. Perfekt. Die wollte ja ein bisschen ungestört sein, ne? Das hatte ich ja, glaube ich, gesagt. Okay, Blackie weiß gerade auch nicht, was er möchte. Das lasse ich nicht so früh anfangen zu streamen, vielleicht, keine Ahnung. Deswegen ist es 2 Stunden früher. Ja, so ungefähr 2 Stunden früher, weil ich will mir einfach die Ubisoft Forward Live anschauen. Haben wir schon mal gemacht, vor 2 Jahren oder vor, nee, letztes Jahr, keine Ahnung, irgendwann mal. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir dann währenddessen das Internet nicht abspielt, aber gut, das kann mir eigentlich auch egal sein. Drittes Auge habe ich jetzt nicht zur Verfügung. Gehen wir mal weiter. Aber finde ich richtig cool, dass wir einfach so frei rumlaufen können. Das gefällt mir sehr. Und gerade leer. Na, wir gucken mal, ne? Versteckt sich da? Ich lese doch. Ich habe das Mädchen aus den Augen verloren. Bist du ein Trottel? Da ist das Mädchen von vorhin. Sie hat mich wohl die ganze Zeit beobachtet. So viel zum Thema warten. Na gut. Now I am certain. I have found you. I have been searching for you. My highest priority is to be at your side. What? Are you freaking kidding me? What's going on? He didn't even say anything to her. Das Liebe auf den ersten Blick, ne? Die will mich auch nicht loslassen. Doing in the middle of the woods in your swimsuits. You have no idea what we've. Mir. Who's this? And why is she hugging you? Eifersüchtig. Listen, we have a slight situation here. I'm sorry to interrupt your vacation, but I need everyone to go back to the house and gear up. Ah, that won't be necessary. We found what we were looking for. Mr. Chairman, what do you mean? You had me worried. You can't just leave the lab on your own, I guess.
Understood. Sorry for all the trouble. Everything is under control now. What happened to securing the tank? Oh, that's been taken care of. Aegis, join us over here. Understood. This is Aegis. As you can see, she's a machine with the form and face of a human girl. I am Aegis. My objective is to exterminate shadows. I have been assigned to seize, effective immediately. No way! It's like she's alive. This is unbelievable. How can a robot be this cute? What a cruel world. 10 years ago, a plan was enacted to create anti-shadow weapons. A contingency in the event a shadow became unmanageable. Aegis was the last one to be made. And she's the only one that still remains today. An anti-shadow weapon? Does that mean she has a persona too? Correct. I am capable of wielding the persona called Palladian. She suffered major damage in combat her first year out, and she's been kept in the lab ever since. I'm still not sure as to why she suddenly reactivated herself this morning. In any case, I hope you'll all get along. An anti-shadow weapon, possessing a will all her own. This is amazing! If you don't mind me asking, when we first saw you earlier, you were, hugging our leader. Do you know him? Yes. It is very important for me to be by his side. Maybe her facial recognition system is malfunctioning? Or maybe she's still half asleep. Very interesting. Half asleep? Well, I can ponder this later. Anyhow, I forgot to mention. Did you know there are a wide range of recreational facilities you can use here? There's a tennis court, a pool table, and even a karaoke machine. Would anyone care to hear me sing? Von mir aus. Ja, komm. Komm mal runter. Ja. Ach, der Blackie. Das ist der dritte Tag unseres Urlaubs auf Yakushima. Man, I can't believe it's already the third day of our trip. It's too bad we have to go home tomorrow. I'd totally stay longer if I could. But I can't complain too much. You went through a hell of a lot here. Yeah, like hearing you and the chairman singing. I barely got any sleep last night. Do we have a mission at the beach today? Nah, it's nothing like that. We just came here to have some fun. Do you understand what it means to have fun, Aegis? Yes, I am informed of the concept. Recreation is sustenance for one's mental well-being. Yeah, exactly! Wow, you sure know a lot about us humans. Alright, let's take one last dip before we leave. Wait, Junpei-kun, is it okay for Aegis to go in the water? I'm sure she's fine. Oh, are you done already? It is best that everyone partake in this activity together. Deriving enjoyment alone is not the optimal method to have fun. You've got some strong feelings on pretty weird things, don't you? But what the heck? Might as well. We should join them. Agreed. Becky wundert sich gerade so ein bisschen in die Sachen rein. Enjoying yourselves. Quite a lot's happened during our time here, but it looks like we'll get to relax a bit today.
That would be nice. Sonata-san! What are you doing? Come on, it's your turn! My turn? What are they doing? Glad to see everyone's having so much fun. I've already told you what time the ship is arriving tomorrow, right? I'll probably head over to the port early, so don't be late. Okay, I'll let everyone know. We can get back to business once we've returned to the dorm. Got it. Hey, dude! Sonata-san! All right, I guess we should join too. I guess, wait, that's not what water gun means! Junpei-kun is down! All right, here's our chance for an all-out attack! All-out attack! Der Urlaub auf Yakushima hat mit den anderen war toll. Mit Aigis in der Gruppe geht es sicher noch lebendiger zu. Bam, bam. Kann man Aigis daten? Ich hoffe doch. Nein. Kann man bestimmt. Aber will ich nicht. You seem to be in great pain. You again. Shit, it's them! You mean those three? Ugh, they're freaky. Shut up! Let's get out of here! Why do they always run and hide at the sight of me? They're like back alley rats. Beats me. Jin, give him the capsules. Thanks. I'll pay you the usual way. Now hold up. This time, we'd like your payment in the form of information. Your acquaintances have been busy lately. I'm referring to their activities on nights when the moon is full, of course. They've spent a great deal of time in the tower as well. I wonder, why did they take this burden upon themselves? You do know, don't you? Is it perhaps because you're one of them? I'm not. I've got nothing to do with them anymore. Then tell us. I'm sure you'd agree these pills are more important than a group you have nothing to do with. I don't know the details, but supposedly, destroying all those creatures will put an end to the Dark Hour. And that weird-ass tower will disappear. That's all I know, all right? You mean, they intend to eliminate the Dark Hour completely? Da hast du keinen Bock drauf, ne? Why would they do such a thing? To give up such power? To destroy the Tower of Demise. Tower of Demise? Who wouldn't want to take out that damn thing? Takaya. Yes, I know. I can't go back. I won't use my power again. Not after last time. Okay. Ne, 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 ne. Oh, ich bin platt. Der Rückweg hat ewig gedauert. Hello. Ja, aber das war ermüdend. Bitte ruht euch aus, damit ihr am nächsten Einsatz wieder fit seid. Yeah. Wir müssen noch gegen 6 kämpfen, was?
die letzten Vollmondschatten. Dann wird alles wieder normal. Kein Apathiesyndrom mehr, nur öder langweiliger Alltag. Geben unser Bestes. Wir sind schließlich die Einzigen, die etwas unternehmen können. Ey, wir müssen jetzt noch einmal in Tartarus rein, ne? Und halt uns einmal hocharbeiten bis zum nächsten Vollmond. Das dürfen wir nicht vergessen. Ist nur die Frage. Ja, müssen wir gucken, ne? Solange sie nichts macht, sieht sie aus wie ein normales Mädchen, aber sobald sie das tut, glaubst du, irgendjemand wird merken, dass sie ein Roboter ist? Naja, vielleicht nicht. Die wenigsten Leute suchen Undercover-Roboter. Wenn sie sich nicht verkleidet, dann sieht man das schon, ne? Aber wenn sie sich wieder so ein Kleid anzieht, beispielsweise, wie wir sie das erste Mal getroffen haben, dann geht das ja eigentlich. Nun gut, ich werde stets an der Seite. Sie geht noch lange nicht als Mensch durch. Sie hat noch keinen Sinn für Gefühle und Gespräche. Wenn das gelingt, könnte ich eine Bindung mit ihr eingehen. Perversling. Gut, was machen wir? Mutatsu wieder da und... Mutatsu, ne? Das ist der Mönch, ne? Genau. Ja, Mensch, war ein Turm, immer noch keine Turmpersona, ne? Ja, ich würde wahrscheinlich einfach in Tartarus jetzt gehen. Zwar ein bisschen unspektakulär jetzt, ne? Aber gut, ne? Hier ist zwar nicht viel los, doch ich schenke jetzt dir, bitte nimm es an. Dankeschön. Aber ich weiß, was ich tun kann, ne? Kann eben auch eine Turmpersona bekommen, damit ich auch den Mönch ein bisschen weiter stützen kann. Ah ja, hier. Oh mein Gott. Dankeschön, willst du noch was haben? Nö. Gut. Fusionen durchführen, Schatten besiegen. Ein gekühltes Taiyaki willst du? There may come a day when you complete the Persona Compendium. Gefülltes Taiyaki. Und mir fällt gerade zumindest nur eine Stelle ein, wo ich es überhaupt bekommen könnte. Also ich guck mal da kurz in dem Restaurant, ne, in dem To-Go-Laden. Was habe ich denn für Mail? Ich glaube, da gehen wir, glaube ich, sogar hin. Keine Ahnung. Nicht hier, noch eins höher. Gibt's hier irgendwas Neues? Konter. Nö. Enttäuschend. Ja, dann gehen wir in den Tartarus. Das ist das Beste, was ich jetzt tun kann, natürlich. Dann können wir da auch gut Zeit verbringen, ne? Das könnte sich dann sogar als recht praktisch erweisen. Naja, zum Schularzt können wir morgen natürlich nicht gehen, ne? Aber gut. Okay, ich kann den Turm heute nicht betreten. Alles klar, dann hätte sich das auch geklärt. Dann welcher Wochentag ist heute? Donnerstag. Komm her. Na gut, dann nicht. Klang auch so ein bisschen, als wäre es gerade überhaupt nicht möglich, ihn so weiter zu vertiefen. Na gut, wenn Tartarus jetzt keine Sache ist, dann... Theoretisch muss ich schlauer werden, ne? Natürlich sind die anderen Social Stats auch nicht so schlimm. Da kann ich gerade nichts machen. Gemüse habe ich gepflanzt. Ich würde einfach essen gehen so, oder mal im Arcade gucken.
Kann ich echt den Tartarus? Aber man hat ja gerade gesagt, oder? Ja, wir kommen ja gerade vom Urlaub, also gäbe auch keinen Sinn, wenn wir es jetzt tun können, Lone. Genau, wir sind komplett erschöpft, Lone. Ja, ja. Ist okay. Kann ich kochen? Ah ne, das ist wirklich einfach nur für gemeinsam. Ich kann die Tür benutzen. Die Tür ist fest verschlossen. Lauwarmes Taiyaki? Warte mal kurz mal. Lauwarmes, gekühltes Taiyaki. Okay. Ist ein bisschen eklig, dass wir jetzt drei, irgendwie, keine Ahnung, über den Urlaub mitgenommen haben. Aber gut, dann kühlen wir das mal, dann freut sich. Genau. Dann machen wir das morgen. Genau. Warte, ich hab... Ist hier noch was? Nee. Gut, dann gehen wir essen, oder? Ja, ist alles ein bisschen... ...fehlig gerade. Nee, 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 nee. Was gibt's hier? Nee, ich würde schon auf Wissen gehen gerade. Die anderen Sachen habe ich ja schon auf 5.6, ne? Das heißt, würde ich dann schon irgendwann... Oder wenn es dann wirklich dringend braucht, dann kann ich ja explizit immer darauf gehen. Also prinzipiell ist so ein bisschen mein Gedanke, ja gut, das wird vielleicht nebenbei jetzt noch so ein bisschen passieren. Vakatsu Kitchen war es, ne? Sah so ein bisschen aus, als wäre es bald soweit, aber... Gucken wir mal. Prüfungsergebnisse, ne? Na, die kriegen wir wahrscheinlich nach den Ferien. Dann gehen die Ferien eigentlich. Guten Morgen. You have successfully awakened. Mission complete. Was machst du hier? My highest priority is to be at your side. Disappeared and we can't find her anywhere. Can you help us? She might have gone out on her own like she did in Yakushima. My name is not that girl. Please address me as Aegis. Huh? Aegis? When did you... I entered while he was asleep. Unlocking the door took 2 minutes. That's unlawful entry. Didn't we tell you to stay in the command room at night? I determined that it is ideal to be on standby in this room. Is this a problem? What? Where is this coming from all of a sudden? If there is a problem, I will address it promptly. The problem? Well, it's probably against dorm regulations for one. Look, don't just stand there, tell her! I don't care. Also, sorry, ne, Yukari, ne? Du kannst nicht hierbleiben. See? He agrees. I will comply. Okay, look. I'll get a room set up for you on the third floor so you can stay nearby. Just don't leave the dorm by yourself, okay? I will do as commanded. Yeah, okay. I'm tired. All right, well, I have practice this morning, so I gotta get to school. Everyone here goes to a place called school in the morning. Ich dachte, wir haben Ferien. I comprehend. Weil sie hat doch nicht gesagt, dass sie zur Schule geht. Sie hat gesagt, muss los zur Schule. Ja gut, die haben wahrscheinlich in der Schule Training, das sind doch trotzdem Ferien, ne, aber, ne, glaube ich, einfach, ne, ne. Okay, wir haben anscheinend doch Schule.
Oder sind diese... Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Sag mal, wenn wir die Schatten besiegt haben und die Dark Orb verschwindet, was geschieht dann? Es wird friedlich. Ja, schon, aber... Nun, normale Menschen wissen doch allgemein nichts von der Dark Hour, oder? Das bedeutet, dass keiner erfahren wird, was wir getan haben. Ich verstehe ja, dass es ein Problem wäre, wenn sie das täten, aber das ist einfach irgendwie blöd, verstehst du? Ich bin gerade sehr verwirrt, ich muss mal gleich in den Kalender gucken. Hey, die Prüfungsergebnisse sind da! Ich bin unter den besten 10, alle Blicke sind auf mich gerichtet. Mich riecht mir auf den Scham so. Scham. Was fällt mir ein? Mitsuru hat mir ein Geschenk versprochen, wenn ich mich gut abschneide. Wenn ich gut abschneide. Klingt gut. Warte. Kalender. Abschlussprüfung. Es sind... Screenshot. Ich könnte doch mal in einem Kino arbeiten gehen einmal, nur ist immer tagsüber. Und es ist anscheinend jetzt auch verfügbar, wie ich das sehe. Einsatztag, ja. Wo sind denn die Sommerferien? Hä? Die Sommerferien? Sommerfest. Werden jetzt irgendwie so 3 Tage, 4 Tage frei. Abschluss feiern und sind. Sommerferien, I guess. Na gut, einfach nur so, einfach nur so. Also ab dann sind Sommerferien. Das steht jetzt nicht im Kalender drin, aber. Das sieht aus, als wären dann Sommerferien. Okay, okay, okay. Gut. Dann gucken wir nochmal. Was wir machen können. Bebe ist. Bebe, ne? Dann gehen wir direkt zu Bebe, würde ich das sagen. Ja, dann machen wir einfach so ein bisschen irgendwann, wenn es den ergibt, geben wir halt einen Tartarus, ne? Aber Bebe ist jetzt erstmal auf jeden Fall eine Sache, der jetzt nachgehen möchte. Bebe war... Mäßigkeit, ne? Genau. Ein japanophiler Austauschschüler aus Frankreich, alles klar. Mäßigkeit haben wir auch dabei. Dann gehen wir direkt zu Bebe. Können wir einen expeditionellen Kimono zusammenfertigen? Ich gehe heute auch in den Hauswirtschaftsraum. Ja, ja. Hallo, hallo. Wir haben hart gekämpft. Jetzt ist mein Gehirn kaputt. Ich mache den ultimativen Kimono. Doch, das ist noch nicht alles. Ich habe das Gefühl, dass wir uns näher kommen können. If I put in my greatest effort, I will achieve the greatest outcome. One needle, one soul. This is my super day. My everything. That cheap material has been completely transformed. Hey, Respekt vor dem Material. I never have done this on my own. Without you, I would probably be back home already. And thanks to all your help, the kimono is almost finished. I feel so blessed. Glückwunsch. Many thanks, Katajikanai. Your kind words help me forget my aches and pains. There's something I need to tell you. I have gotten to know many people since coming to Nihon. But you have been the most Tsubarashi person of them all. If my aunt was still alive, I would tell her about what a wonderful friend you have been to me. Aww.
we put the final touches on this kimono. Sure, I am so tired, I may be hallucinating a little bit. But this is the last part. I can't give up now. Ready, set, go! Gut. Dann holen wir mal das schimmelige Essen aus dem Kühlschrank und geben das in die Lila-Bett. Hi. Wie sind übrigens deine Prüfungen gelaufen? Gar nicht so übel. Das sind tolle Neuigkeiten, freut mich für dich. Ich weiß nur, dass Kirijo-Senpai wieder Klassenbeste ist. Woher nimmst du nur diese ganze Kraft her? Das ist unglaublich. 2 Wochen haben wir wieder Vollmond. Aber ich bin auch traurig wegen der vielen Opfer, klar. Aber das ist einfach kein Ende. Theoretisch gibt es ein Ende. Es sind nur noch 6 Schatten übrig. Wenn wir sie eliminieren, verschwindet die Dark Hour. Ja, das stimmt. Willst du damit sagen, dass Kämpfen wichtiger ist als Lernen, I guess? Sehe ich auch so. Okay, halt klar. Mhm. Danke für die Erinnerung. Gekühlt ist, genau. Wo haben wir das überhaupt her? Naja. Da ist auch was zum Reden. Akihiko Sanada, gut, können wir gleich machen. Machen wir gleich mal. Weltruhm. Ich hab was für dich. Das ist wirklich kalt. Die Textur ist so süß und weich und diese runden Augen. Ich werde jeden Bissen genießen. Bitte, nimm dies als Belohnung. Danke. Die Heelkleidung. Stimmt, wir haben ja auch die Waffenschmiede freigeschaltet beim letzten Mal. Oder müssen wir weiter Edelsteine sammeln? Gut, dann. Sanada, was gibt's? Das ist die Frage, wo du steckst. So, bei der Station. Ah, da. Heute kann es endlich einen Gefallen erwidern. Hast du Zeit? Soll ich den Abend mit Sanada verbringen? Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich Zeitverschwendung ist. Ich will es machen, so, ne? Und jetzt machen wir es einfach. Letztendlich hat man so viel, ja, eh abends nichts zu tun, ne? Was ist los? It's fine. Don't worry about it. First things first. Let's get some food. Hey, what's going on? Should we call somebody? There you are, Akihiko Sanada. Oh. You're the guys from before. Vorhin. Turns out you're pretty famous, huh? An up-and-coming boxer, that it? Time to pick up where we left off. Show me what you got. Kicking your ass is gonna do wonders for our rep. No way we're gonna pass this up. Champ or not, look at our numbers. You ain't got a chance. Eins gegen eins gegen ihn kämpfen. Ich rufe die Polizei. Eins gegen eins gegen ihn kämpfen. Boxers are tough, ain't they? What? You can't handle a challenge? Ich nicht, aber er. You're welcome to join him, though, Pipsqueak. See? We're reasonable, right? You said beating me would do wonders for your rep. I thought this was about testing each other's strength. You idiot. I'm just gonna have fun kicking your ass, because you're full of yourself. And who the hell cares about any of that, as long as you win? Isn't that how you roll, too? Es wird ein Kampf geben. Ich muss etwas unternehmen. So, wanna go first or what? Get back.
Polizei hier drüben. Running away is easy enough. It's losing them that's the hard part. Still, made for a good workout, right? That was some quick thinking, by the way. Just what I'd expect from our leader. Kein Problem. I don't exactly like turning my back to an opponent. But it doesn't matter in the end if I can't protect the ones beside me. Being outnumbered increases our risk of injury or damaging our surroundings. What I mean is, you made the right call. I owe you one. Hmm? It's addressed to me. Says it contains fruits, snacks, and beverages. Looks like it's from my parents. I'll take it to my room later. Das ist eine ganze Menge. Yeah. It's probably because they think I'm a... Hat er seine Eltern verloren? Na gut, Adoptiveltern wahrscheinlich, ne? I haven't kept in touch lately since I'm so busy. But I should probably write back and thank them. Das solltest du. I appreciate how much they care, but this is a little too generous. Wanna take some of it off my hands? And again, you'll hardly make a dent in this either. Idea. Would you mind gathering everyone up? Oh my, very intriguing. Everything is such high quality. I can tell just by looking. Your parents must really care about you. At least you know how to behave in front of your parents, Akihiko. The Zigarren? Don't you ever have anything nice to say about me? My parents have been good to me. I obviously haven't told them about what we do here, though. Wow! When it comes to being considerate of others, you're a heavyweight! Glad to have you in our corner, Senpai. There he goes again. You sure look good, though. Thanks for sharing, Sonata-senpai. Take whatever you want. Hey, Kirijo-senpai! Really good. What's that? Going for that one, huh? You can tell. Wir waren aus dem Paket mit Zigarren und Champagner, aber ist ja okay. That took care of most of it. I'm surprised they were so happy. Na klar. I've really got to show my gratitude to my parents and to everyone here. Well, all this talk about my parents reminded me of some things from the past. Like why I'm here right now. I guess I feel like I remember my reason for fighting. Komm, gönn mir jetzt irgendwie keine Ahnung, irgendein Vertrauter halt, ne? Freut mich zu hören. Let's just say I've got a lot of room to grow. The dorm's gotten so much busier. The orphanage used to be something like this too. We all lived under the same roof. Just having casual conversations. I'd forgotten what it was like. I remembered after you suggested we share with everyone. Lass uns das irgendwann wiederholen. Tell that to my parents. I've really got to repay you in particular, though, or we'll never be squared away. All right, it's pretty late now. I guess we should clean up and call it a night. Ich war gerade offline kurz, aber gut. Er wurde erst reingelegt, ein Brief und ein handgebastelt hat, was aus einer Goldmedaille aus Karton. What? Is there something there? This is... Gehört das dir? This medal doesn't really belong to anyone. It's from a long time ago. Do you mind if I ask you something? You take on the role of our leader, and you're stronger than anyone else in your own right. That's more than just being talented. Where do you get that strength from? Das habe ich meinen Bindungen zu verdanken. Oh, I see. You mean you feel motivated because you have people in your corner? Bonds with others, huh? That might be something I'm missing. Well, whatever it is,
You've clearly got something that I don't. But being jealous or trying to copy you isn't gonna help me. That strength is yours alone. I'm going to get stronger, but I'll do it my way. Sorry, we were supposed to be cleaning up. I'll take care of the rest. Things got so busy that I missed out on my chance to thank you again. Hopefully the food was enough for today. I'll invite you out again some other time. Hab schon. Wie das Spiel die ganze Zeit baitet. Na ja, gut. Mein Charme hat sich verbessert. Das ist gut. Gut, ne? Gleich stimmt es, glaube ich, in den Sommerferien. Alter, morgen beginnen die Sommerferien. Na, endlich! Ganz ehrlich, andere Jungs würden vermutlich töten, um in unsere Situation zu stecken. Wir wohnen immer mit drei geilen Mädchen im Wohnheim, ne? Siehst du doch auch so, nicht wahr? Total, ne? Vor allem die eine. Aber wenn du mehr als Freundschaft willst, dann hast du noch eine Menge Arbeit vor dir. Kirito Senpai ist Klassenbeste und Schülerratspräsidentin. Selbst als Megastreber schaut sie einen kaum an. Yukatan ist auch ziemlich beliebt. Du musst so cool sein wie sie, damit sie auch mit sie passt. Kuga ist da, ist erst hier ein bisschen zurückhalten. Da müsstest du vermutlich deine Initiative ergreifen. Ah, das sind die drei, glaube ich, sind so ein bisschen die drei, Social, Steps, ne? Wissen wäre Kirijo, das sind wir eben hinten, ne? Bei Fuka haben wir schon gesehen, dass wir für sie Mood-Sex brauchen. Vielleicht brauchen wir dann für, Yukari, Charme-Sex. Das heißt, zu Charme boosten. Okay. Das bleibt aber alles unter uns, klar. Der Roboter, keine Ahnung, braucht. Der liebt mich schon. Besser gesagt, Solve at Coagula, Salve. Eure Lehrkraft für heute ist krank, ich bin die Vertreterin. Oh nein. Herr Ehe, ich hab mit Maya über dich gelästert. Krank und das am letzten Schultag vor den Sommerferien. Das zeigt wieder einmal, warum ihr gut zu unserer. Eigentlich hätte ich schon ins Mementos gehen sollen, ne? In Tartarus. Um den noch einmal mitzuleben, aber naja. Heute gebe ich euch einen Crashkurs in Alchemie, einem Nebenzweig der Magie. Ja. Das weströmische Reich untergegen blühte die Alchemie in Arabien auf. Ja. Ich will auch trotzdem weiter wach bleiben, so, also er fragt mich jetzt irgendwas, aber ja. Wissen ist ja unten weiter unten, deshalb würde ich halt. Ja. Charme hat es schon so ein bisschen Vorrang für mich tatsächlich, wobei bisher ist ja mit Yukari noch nichts möglich, so, ne, aber, ne, ich hab Bock auf Yukari. Deshalb bleiben wir wach hören lernen, ne. Transferred, you probably haven't heard about the Mioho Cup, right? Well, let me tell you. On August 2nd, there's a major competition for track and field. There's this guy named Hayase. Total speed demon. We can't let him trounce us this year. We've got high hopes for you, so get ready to train hard. I'm gonna need you to show up from July 27th to August 1st. Don't go skipping school now. Yeah? Special training regimen in mind for you. ISA won't stand a chance. Competition's on August 2nd. Let's do this thing. Okay, kriegt noch eine Sache. Heute ist Ende des ersten Trimesters. Morgen beginnen die Sommerferien. Ich will kurz zu Kirijo gehen. Die ist wahrscheinlich auch ansprechbar, könnt ihr mir vorstellen. Nö. Digga, Fuka geht gerade nicht. Ich will kurz zu Kirijo gehen, weil. Die gibt uns ja was, weil wir gut sind oder so. Gut, dann spreche ich mal am Abend mit ihr.
Gut, also ich würde es jetzt abblitzen lassen, da bin ich recht zuversichtlich. Endlich die Prüfung vorbei. Ganz schön erleichtert, oder? Wolltest du eigentlich gerade nach Hause gehen? Gehen wir zusammen? Ja. Yeah. Nein, danke. Sorry, mir ist gerade einfach nicht nach. Mir fehlen ein wenig die Worte. Yukari will wohl über etwas reden. Ich sollte an meinem Charme. Ja, genauso wie ich gerade gesagt habe. Ja, dann Charme. Natürlich. Wäre ich charismatisch, würde sie mit mir schlafen. Alles klärchen. Ich hab Bock. Gut, was machen wir stattdessen? Maiko. Ja, doof alle, nur die haben alle keinen Bock irgendwie. Voranzukommen, weil ich muss mich mit denen treffen. Yuko und Chihiro, ne? Das sind Gerechtigkeit und Stärke. Hab ich keins von beidem. Ist ja wundervoll. Dann würde ich kurz die Gerechtigkeit machen, weil sie niedriger gelevelt ist. Welcome to the Velvet Room. Ich möchte Personas fusionieren. Now then. What kind of persona do you desire? Liebende. Moment, ich fusioniere jetzt mal einfach, weil ich keinen Platz mehr habe. It appears it will be well then. Shall we begin? Ich fusioniere einfach nochmal neu, einfach nur wieder aus Platzgründen so. Und dann spare ich nochmal so ein bisschen Geld. Soll ich nochmal Waffen kaufen? Würde ich halt tatsächlich nicht machen. Feuer ausweichen. Was habe ich jetzt für eine Persona geholt? Habe ich jetzt Stärke oder Gerechtigkeit? Ich habe sogar doch Stärke, ne? Weil einfach Stärke gerade da war. So, nur jetzt. Hat jetzt nicht so einen großen Unterschied. Persona. Ja, Stärke haben wir jetzt. Ja, gut, ne? Willst du noch was kaufen? Im Blick darauf, dass heute Abend dann wohl ein. Ja, wir brauchen eigentlich noch Sachen, so, ne? So Materialien und so weiter und so fort. Weil wir später eh nochmal ein zweites Mal in Tartarus müssen und dann irgendwie nochmal so Aufträge rankommen, die jetzt gerade noch nicht da sind. Ja. Ja, das wäre jetzt fast schon sinnvoll, doch noch zu warten, aber nee. Wenn es jetzt keinen sinnvollen Grund gibt, gleich noch zu warten, gehen wir in Tartarus. Ja, passt. Wir haben es überstanden, jetzt haben wir wieder Freizeit. Ich habe überlegt, was ich heute machen kann, da kein Training ist. Ah, das ist gut. You're well. Your pills. I noticed once again that a new ally has been added to the ranks. Well, I suppose it's more of a pet than an ally. It's Morgana. No difference to me. It seems what you told us of their intentions is true. How terribly lamentable. Now we have no choice but to intervene.
It is up to the individual how to use the strength they are granted. But to erase the Dark Hour would be denying the very power they possess. And that is the one thing we cannot permit. Fine. Do whatever you want. Hold up a sec. What's your role in all this? We know they asked you to come back. You know, you're really starting to piss me off. Yeah? Well, they're going down. You hear me? And if you're on their side, then you're going down too. Got that? I already told you. I'm done with them. Ach ja, stimmt. Ich werde für eine Weile hier wohnen. Ich versuche, die Mantel auszufallen. Das beachtet mich einfach nicht. Ich hoffe, wir nehmen den nächsten Tartarus mit. Dankeschön. Ja, Tartarus, ne? Guck mal kurz. Präsident Tanaka. Präsident Tanaka. Ja, komm. Präsident Tanaka. Ist Teufel, ne, der Typ. Der Typ ist der Teufel. Mhm. Ja, komm. Level 4 auch schon. Ja, die meisten trauten haben einfach abends so. Also, die wenigsten haben ja wirklich nur die beiden. Hallöchen, ich hätte gerne eine Persona. Registering, I see. Registrieren müssen wir jetzt nichts. What kind of persona do you Teufel. This is this acceptable? Very well, it's yours. Are you finished? We look forward. Passt natürlich auch noch so ein bisschen die Folgenlänge rein, wenn es jetzt einfach nur noch ein bisschen nicht in die Tat losgehe. Aber gleich. Hallo Penner. Oh, Assassin, willst du eine weitere Lebenslektion? Wie gewöhnlich, kostenlos. Präsident Tanaka will mich umbringen. Ich habe das Gefühl, dass wir uns näher kommen können. Immer ein bisschen ehrlicher, junger Mann. So, today we'll talk about. I just can't concentrate. I get so worked up when I picture his face. Wessen Gesicht? One of my employees. Maybe I should have seen it coming. There was a young man who was working for me. A hard worker, graduated from a distinguished private university. But this month he couldn't meet his sales quota. So I docked his pay. Self-confidence went down the drain. Then just stopped coming to work. Was ist mit ihm passiert? He's probably cooped up in his home or something now. None of my business. I just mailed him a letter of termination. Sehr gut. COD. It's his fault the company's in the red this month. I've wasted so many resources. All those expenses for training, hardware, facilities, labor. Oh, it makes me sick just thinking about the net losses. Wie schlimm ist es denn? Well, he only worked for me for 2 years, so at least I won't have to provide a pension. Das ist gut. Oh, I better not talk about it, or I'm going to pass out. It's difficult growing up with no money. You can't even afford shoes for gym class, you know? Barefoot in the winter is torture. I've been thinking. How would you like to model exclusively for my company? Your innocent appearance would be a perfect camouflage for the ugly realities of business. Think about it, will you? Join me
Ich bin gespannt, ob wir aus ihm einen besseren Geschäft, also einen freundlicheren Geschäftsmann machen am Ende des Tages, am Ende des Jahres. Dass wir leider keine Noten bekommen, wir haben einfach ein bisschen Note bekommen. Oh, better get going. We're short staffed now, so I'll have to reevaluate the budget for next month. If I decide to hire someone new, their training is going to cost a fortune. Jetzt Maya wieder, ne? Heute beginnen die Sommerferien. Ich habe ein paar Nachrichten bekommen. Er sollte das Super Sachen auch annehmen, zumal die auch gut sind fürs Leveln. Hast du Zeit? Ist die Frage, ob ich für Bebe Noten brauche, so. Also ich würde heute das Bebe machen, einfach nur um es gemacht zu haben, einmal mit ihm. Einfach nur um, keine Ahnung, sicher zu gehen. Vielleicht sollte aber auch eher was machen mit Leuten, wo ich weiß, was fehlt. Hero halt, ne? Halt mit Home Shopping an. Na komm, Bebe. Warte mal. Kann ich irgendwie die Bindung mir anschauen? Nicht so, ne? Ja, komm, mach. Kling. Ja, gut, da haben wir es ja. Na, Kusako, wie geht's dir? Kusaka. Apropos Reis, welches ist dein Lieblingsreisgericht? Ich habe heute ein Reisgericht gegessen mit so einem süßen Gemüsecurry oder fruchtigem Gemüsecurry. War lecker. Ja, Curry, ne? Ausgezeichnetes Gericht. Aber Ohrasuke mag ich am liebsten. Einfach nur Reis mit grünem Tee, aber ein japanischer Klassiker. Sehr befreundlich. Ich habe etwas Neues über ihn erfahren. Ja, bei mir auch soweit. Bei mir auch soweit. Hat einen ganz guten Tag. Hab ein bisschen was geschafft. Immer weiter schaffen und dann schaffe ich irgendwas oder so. Oder so, ja. Weiß es ist nicht so. Was magst du stattdessen lieber? Kartoffeln, Nudeln? Lasagneplatten? Reis mit Ketchup vielleicht. Ken. Hast du von B Blue V gehört? Ist ein Laden in Pullovern, ja, Gerüchten zufolge soll man dort mit Geistern reden können. Ich bin im ersten Stock. Ja, Tartarus. Ich liebe, ja, Pizza sowieso. Mitsuru, wir gehen in Tartarus. Hi. Warum redest du immer um dir? Du hast eh nix. Na, irgendwann hat er wieder was, ne? Was haben wir denn hier überhaupt? Erhöht die Chance, seltenen Gegnern zu begegnen. Erhöht die Chance, mit der sich Gegner in stark oder seltenen Gegner verwandeln. Teuer Gie-Anzeige schnell erfüllen, ja. Dann auch lieber bessere Gegner, so, ne? Vielleicht aber erstmal Tortellini-Auflauf warm machen. Sehr geil, lass es dir schmecken. Seltene Gegner. Na komm, nehmen wir hier Glücksspiel. Das hat man glaube ich auch nicht. Die werden nur die anderen beiden. Und dann von daher. Wenn du heute zum Schattenturm gehst, erhältst du ein zweischneidiges Schwert für dich. Das könnte vielleicht auch den Reaper triggern, aber gut. Ja, wir gehen.
Muss noch mal vorbereiten. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Ein paar Mal wild, ein paar Mods zu spielen und die habe ich dann zweit, habe ich nämlich nochmal durchgespielt. Ja, Tartarus. Aber wie sieht es beim Dachgemüse aus eigentlich? Nee. In zwei Tagen. Okay, sieht nicht aus, als wäre es in zwei Tagen fertig, aber ist okay. Ach stimmt, wir haben schon mal mit ihr gelesen einmal, ne? Aber gut. Gehen wir in den Tartarus. Gut, dann treffen wir uns am gewohnten Ort. Ich sag den anderen Bescheid. Wir sehen uns dort. As of today, I will be joining in the operations to explore Tartarus. I am ready for deployment. I have also been equipped with a number of combat functions. I will provide more details later, but suffice to say, you won't want to miss it. Ich freue mich drauf. When the time comes, prepare to have your mind blown. Ich bin gespannt. The objective is the elimination of the large shadows that appear during a full moon. In order to accomplish this, it will be crucial to gather combat data in Tartarus. Ja, in anderen Sinn ist der Tartarus eigentlich gar nicht mehr für uns, ne? Please make efficient use of my facilities, so that we may achieve our goal. Sobald Aigis Theurgie-Anzeige voll ist, kannst du ihre Theurgie-Orgia-Modus benutzen. Nach der Aktivierung greift Aigis in ihrem Zug für drei Runden automatisch an. Im Orgia-Modus erhöhen sich ihre Angriffskraft und Abwehr stark. Es annehmen, komme vielleicht in Arena noch vorbei, ansonsten bis Gott hört. Alles klar, guten Appetit und bis dann. Bedenke aber, dass Aigis nach dem Ende des Orgia-Modus überhitzt und im nächsten Zug bewegungsunfähig ist. Okay. Das klingt spannend. Die Karte in meiner Hand reagiert. Mehrere große Arcana-Karten wurden zur Shovel Time hinzugefügt. Die Stufe deiner aktuellen ausgerüsteten Persona steigt um 1. Liebende, Social Link Boni für Persona-Fusion steigen, bis du den Tartarus verlässt. Okay, dankeschön. Also, ich muss glaube ich jetzt einsammeln, so, ne? Aber. Na gut, wir haben noch ein paar Gespräche. Es sind dort offenbar eigenartige Türen. Ah. Wohin diese Türen führen, zu Guten und zu Bösen, das weiß nicht mal ich. Ich glaube jedoch, dass du es herausfinden kannst. Trau dich, du könntest etwas Nützliches entdecken. Das kann ich machen. Exzellent, ich glaube an dich. Bin gespannt. Im Tartarus geht es merkwürdig vor sich. Diese Türen, soll ich sie untersuchen? Ja. Gut, sind noch alle aktiv? Da gucken wir mal, Team. Das Gute ist nur, wenn irgendwelche Mitglieder halt irgendwann keine SP mehr haben, können die einfach oben wechseln. So, weg. Komm hier, Argus. Ja, mehr geht ja nicht. Gruppe, Anführer. Ah, ne, 4 Leute in die Gruppe, ne? Das ist Level 27, das sind alle unterlevelt. Na, die 3 zumindest. Ja gut, Junpei, ne? Einfach weil Junpei das niedrigste Level hat, nehmen wir den mal mit. Genau. Perfekt. Dann bedanke ich mich für diese Folge erstmal beim Zuschauen und beim nächsten Mal schauen wir uns den Tartarus dann in aller Gründlichkeit an. Brauchen wir auf jeden Fall Level 32, wäre gut, weil dann können wir uns auf jeden Fall einen Turm positionieren. Vielleicht kriegen wir auch so schon einen Turm. Wäre zumindest ganz cool. Also,